Wir stehen hier im kommerziellen Rebberg des Weinguts vom Fiebel, Forschungsinstitut für Biolandbau in Frick. Das sind etwa 4,5 Hektaren hier am Standort Frick. Und das wird bewirtschaftet von unserem Chef Andi Tuchschmid. Wir haben hier unsere zwei Testprodukte zum ersten Mal unter Praxisbedingungen eingesetzt. In diesen Reben haben wir insgesamt 16 Behandlungen vorgenommen. Das ist relativ normal. Davon waren 3 Kupfer. Der Rest der Kupferbehandlungen wurde ersetzt durch die neuen Pilotprodukte, eines basierend auf Lärchenextrakt. Wir werden dann nachher Andi Tuchschmid fragen, wie seine Erfahrungen jetzt sind mit diesen neuen Produkten. Vor allem auch aus Praxissicht, das ist natürlich entscheidend. Das ist ein Riesenschritt vom Labor ins Feld, wirklich unter Praxisbedingungen die Testprodukte zu evaluieren und zu sehen, wie sie funktionieren. Also wir haben jetzt dieses Jahr diese neuen Pflanzenschutzmittel in meinem Rebberg ausprobiert. Variante Rot und Variante Gelb. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber sie haben funktioniert. Zu Beginn hatten wir wenig Befall und dann bis im Juli hat es eigentlich ziemlich gleich ausgesehen. Jetzt zuerst im August hat es dann angefangen, oben bei den Geiztrieben hat der Mehltau, aber bei beiden Produkten ein bisschen mehr wie eine Standardvariante. Echter Mehltau habe ich erstaunlich wenig gesehen, auf den Trauben gar nichts, auf den Blättern sieht man jetzt doch ein bisschen was, aber das ist im Bio-Weinbau normal. Beim falschen Mehltau war es auch zu Beginn sehr gut und jetzt so gegen Schluss haben wir schon im oberen Bereich von der Laubwand haben wir deutlich Peronospora-Befall, aber das bin ich mir auch gewohnt als Bio-Rebbauer. Die untere, die Laubwand steht eigentlich und von der Reifung her erwarte ich da keine negativen Einflüsse. Wir hatten zu Beginn eine leichte Reifeverzögerung durch die Produkte. Aber momentan ist die Reife sehr gut und wir haben fast zu viel Zucker. Also war dieses Jahr kein Problem. Vom Spritzen, vom Anrühren war das problemlos. Das war sogar besser wie meine Standardmittel. Die riechen besser und sie verursachen keine Reizungen. Also sie sind auch sehr biologisch, das merkt man. Sie haben einen angenehmen Duft, so nach Holzrinde. Also ich habe bei diesen Produkten auch keine Blattverbrennungen gehabt. Ich mache eine Strategie mit Tonerde und Kupfer und wenn ich da wechsle, dann gibt es ab und zu Blattverbrennungen und das hatte ich bei diesen Produkten nicht. Man sieht das Produkt, es sieht anders aus. Es gibt so eine glänzende Schicht auf die Trauben, auf die Blätter, vor allem so im Juni, Juli. Jetzt sieht man das eigentlich nicht mehr.